Hallo, ich bin Glenn, Journey Practitioner bei The Journey und habe die große Freude, heute Premgit Rösi zu präsentieren. Premgit Rösi war mit mir 3 Tage lang jetzt beim Journey Experience in Berlin und berichtet also ganz frisch von seinen Erlebnissen dort und was er von der Journey hält. Premgit Rösli aus der Schweiz. Es gibt ja die German-Seminare, es gibt ja das Fülle-Seminar, es gibt das Nur-Ego-Seminar, es gibt die Life-Transformation-Woche, die Heilung mit bewusster Kommunikation. Wenn du mal kurz so wie passieren lässt, die Ausbildung, wie hast du die damals erlebt? Also ich habe die als Schritt, als gut aufgebaut erlebt, also als Schritt für Schritt, genau was angesagt ist, das ist auch gekommen. Also die, man kann nicht sagen, es wird immer intensiver, aber man ist immer mehr bereit, loszulassen. In jedem Seminar ist man bereit, mehr Ballast abzuwerfen. Und am Schluss ist man ein ganz gutes Stück von seinem Ballast losgeworden. Also die Abfolge ist sehr gut aufgebaut. Wenn man die Ausbildung durchgemacht hat, ist man echt an einem anderen Punkt als am Anfang. Und das ist also sehr erfüllend, diese Ausbildung zu machen. Jetzt gibt es ja bei der Journey inzwischen 2 Wege. Es gibt ja den Weg der persönlichen Transformation, es gibt den Weg, dass man das sogar anwendet. Was würdest du jedem raten, wenn er am Anfang dieses Weges steht? Ich würde sagen, habe ich das Bedürfnis, mit dieser Arbeit zu arbeiten, oder ist es eher Selbsterfahrung, die ich machen will? Und wenn ich zweifle, dann würde ich den Practitioner, wenn ich nicht sicher bin, würde ich auf jeden Fall den Practitioner machen, weil auch wenn ich nie damit arbeite, ist das einfach das Schönste, was man mit der Journey erleben kann. Auch die Gemeinschaft, die sich dann aufbaut, die Freundschaften, die man schließt, die sind einfach unersetzlich und die sind so wertvoll, ja, dass das eigentlich ein guter Grund ist, die Practitioner-Ausbildung in Angriff zu nehmen. Ja.